Digitale kann manchmal auch recht ermüdend sein und das geht natürlich allen so und vielleicht auch Ihnen nach den ersten paar Stunden Konferenz. Deswegen haben Sie jetzt die Möglichkeit, warum bin ich eigentlich beim Sie? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch auch mal wieder ein bisschen wach zu schütteln. Wahrscheinlich bin ich auch schon mittlerweile ein bisschen müde. Und zwar machen wir jetzt eine kleine bewegte Pause und zwar mit lachendem Yoga und Thomas Grünschläger. Ja, herzlich willkommen und ich starte den gleich mal los. Bei der bewegten Pause starten wir mit einer Atmung und zwar mit der sogenannten Zwerchfellatmung. Das heißt, das ist dieser Muskel, den wir hier alle irgendwie leicht vergessen. Und dazu atmen wir tief in den Bauchraum ein. Wir atmen kurz aus, dann ein, halten das an und atmen aus. Bei dieser Art der Atmung ist es wichtig, dass wir uns auf das Ausatmen konzentrieren und nicht auf das Einatmen. Das geschieht in der Regel immer automatisch. Das heißt, wir machen das jetzt noch viermal zusammen. Und zwar zähle ich immer bis sieben. Ihr atmet ein. Ich zähle bis vier und ihr haltet an und bis acht und dann atmet ihr aus. Also, wir atmen aus und dann einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Anhalten. Eins, zwei, drei, vier. Und ausatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wir atmen wieder ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir halten an. Eins, zwei, drei, vier. Und wir atmen aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Noch einmal einatmen. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, anhalten, 1, 2, 3, 4 und ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, warum habe ich das lachende Yoga genannt? Weil wir jetzt versuchen, etwas zu lachen. Das ist relativ einfach. Dazu braucht ihr zwei Buchstaben, nämlich ein H und ein A. Und wenn ihr das hintereinander aussprecht, und zwar immer mit der Atmung in den Bauchraum hinein, ha, 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 ja, habt ihr vielleicht gelacht? Vielleicht hat es sich nicht so ganz so richtig angefühlt wie ein richtiges, natürliches Lachen. Aber für den Körper macht es keinen Unterschied, ob ihr wirklich herzhaft lacht oder ob ihr es einfach simuliert, indem ihr die beiden Buchstaben zusammenbringt, nämlich das H und das A. Gut, und jetzt wollen wir quasi auch in die Bewegung hineinkommen. Und zwar auch da gibt es eine entsprechende Übung. Man klatscht mit den Händen und zwar wie folgt. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und damit es ein bisschen besser klingt und ein bisschen schöner auch mit der Atmung funktioniert, machen wir das wieder mit den zwei Buchstaben, mit dem H und dem O diesmal und mit dem H und mit dem A. Das klingt dann so. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Gut, jetzt wollen wir in die Bewegung hineinkommen. Und zwar drehen wir den Kopf nach links und kommen nach wieder in die Mitte hin. Diese Übung kennt ihr vielleicht, aber diesmal machen wir das, indem wir jedes Mal, wenn wir uns bewegen, ein entsprechendes Hahaha dazu sagen. Also, wir starten mit dem Kopfdrehen nach links.
Wir kommen wieder zurück. Nach rechts. In die Mitte. Nach links. In die Mitte. Und noch einmal nach rechts. Ja, das habt ihr sehr schön gemacht. Und jetzt ziehen wir den Nacken etwas, indem wir mit der linken Hand uns an den Hinterkopf fassen und den Kopf leicht nach links ziehen. Immer darauf achten, dass ihr euch nicht wehtut. Und natürlich auch hier wieder die beiden Buchstaben. Ihr kommt in die Mitte. Und mit der anderen Hand. Und wieder in die Mitte. Andere Hand. Wieder in die Mitte. Und nochmal. Ja, die Frage ist einfach, mache ich das stur, wie man das so im Yoga macht, oder mache ich das irgendwie mit einem Lachen? Und für den Körper macht es keinen Unterschied, ob ich also stimuliert lache, wie wir das jetzt hier im Training machen, oder ob ich natürlich lache. Das heißt, ihr habt einen zusätzlichen Nutzen davon. Und jetzt kräftigen wir den oberen Rücken, nehmen die Hände hinter dem Kopf und drücken leicht mit dem Kopf gegen die Hände. Und natürlich auch hier wieder unser. Wir entlasten wieder und machen nochmal. Okay, jetzt machen wir den sogenannten Vogelflug. Ich bin hier etwas beengt in meiner Umgebung, das sieht man nicht auf dem Bild, aber und zwar strecken wir die Arme aus, seitlich aus und drehen die Arme einmal nach vorne, immer natürlich mit unserem Wir lassen sie in der Mittelposition. Und wir drehen uns andersrum. Die nächste Übung besteht aus Schieben und Ziehen. Das heißt, wir nehmen die beiden Handflächen zusammen und drücken die beiden Handflächen zueinander, und zwar wieder mit unserem bekannten H und A in der Form. Wir entlasten und wieder von vorne, wir drücken. Und nun die umgekehrte Bewegung, das heißt, hier ziehen wir greifen in unsere Hände hinein. Und wieder mit den beiden Buchstaben. Ja, und wie fühlt ihr euch? Und jetzt machen wir den Wegweiser. Und zwar mit der Hand nach außen und wir drücken hier auf die Hand auf und auch dort machen wir wieder unsere beiden Buchstaben. Wir drücken leicht gegen die Schulter. Und wir wechseln die Hand und drücken wieder mit der anderen Hand gegen unsere Schulter und haben wieder unser
Ja, und zwischendurch können wir wieder klatschen. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ja, jetzt dehnen wir noch unseren Arm über den Kopf und ziehen, ups, und ziehen an Ellenbogen uns in die Richtung und wieder mit unseren. Und wir entlasten uns, wir machen das mit der anderen. Ja, das ist die bewegte Pause mit lachendem Yoga. Ich denke und hoffe, dass ihr jetzt fröhlich in die nächste Session reingeht. Und da muss ich mich auch schon verabschieden, weil ich selber ein Sessiongeber bin und jetzt den Raum wechseln muss und sag dann mal, tschö. Ja, vielen Dank, Thomas Grünschläger. Ich konnte zwar gerade nicht das lachende Yoga mitmachen, aber alleine das Zuschauen war schon so amüsant, dass es mir auf jeden Fall jetzt viel besser geht und ich bin ein bisschen amüsierter und beschwingter und ich hoffe, euch geht's auch so.